Moin zusammen, salve a tutti. Der Monat ist rum und deswegen heute Abend, also wir haben jetzt Mittwoch, heute Abend will ich ja den DAX-Film machen. Ich hoffe, das klappt, denn ich bekomme heute komplett neue Router und Boxen und die Dinger an der Wand und alles, weil ich habe hier echt Schwierigkeiten mit dem Internet und das sind anscheinend die Geräte, die kaputt sind, sagt zumindest mein Anbieter. Also ich kriege heute alles neu, ich kann das selbst überhaupt nicht einstellen, ich bin da ein absoluter Vollhorst drinne. Da kommt jemand, der das macht. Ich hoffe, das klappt heute Abend, aber der Monat ist rum und deswegen wollte ich kurz mal was zum Nasdaq sagen. Das ist der Nasdaq für euch, eine Kerze, ein Monat. Ja, wir haben also hier All-Time-High und wir haben hier das Low, was wir in der letzten Zeit hatten. Und das ist natürlich für den Februar eine ganz fiese Kerze. Das ist also ein Inverted Umbrella Doji, allerdings nicht im Extrembereich hier oben, aber allein vom Aufbau her darf mir diese Kerze nicht gefallen. Dennoch, und das ist das, was mich eigentlich ganz freundlich stimmt, wir haben hier ein kurz-lang, aber jetzt hier kurz-kurz. Das heißt, der Trendfolger wird positiv, der nutzt das hier als Bodenbildung. Und gleichzeitig bekomme ich über die Stochastik, über den Oszillator, bekomme ich hier ein Kaufsignal. Also ich kann auf Monatssicht nicht so negativ sein. Wäre das ein Tageschart, würde ich sagen, okay, ab hier 13.000 kaufe ich. Also mir gefällt das eigentlich hier ganz gut. Jetzt gehe ich aber mal ganz kurz auf die Woche. Und die Woche sieht nicht ganz so schön aus. Hier über ein Verkaufssignal, hier noch negativ. Und wir haben hier diese blaue Linie, das war ein Gap. Das war ein Gap, ab und zu mal hier eine Unterstützung. Da. Und das war hier ein Gap, das sieht man gleich im Tageschart. Hier dreht allerdings die 20-Wochen-Linie über die 200-Wochen-Linie. Also verschiedene Fonds gucken auf sowas. Ich selbst nicht so sehr, ich will aber wissen, wo es ist. Die Woche sieht nicht so toll aus, aber jetzt kommt der Tag und der gefällt mir eigentlich ganz gut. Und zwar, das ist der Tag, jetzt mache ich den mal so rein, dass man die Fibos sieht. Schlupp, da sind sie. Das ist der gestrige Tag hier, 28. Und zwar, von dem High, was wir hatten dabei, 12.884 von vor, was sind das, 3 Wochen ungefähr, haben wir genau aufgesetzt auf die 200-Tage-Linie. Ich mache die mal ein bisschen deutlicher, und zwar auf 3, dann sieht man die ein bisschen besser. Wir haben da wirklich punktgenau drauf aufgesetzt, und das ist jetzt in Verbindung mit dem unteren Band. Die beiden kopulieren hier zusammen, ja, im Bereich 11.895. Das ist eine sehr schöne Unterstützung, und die ist auch wichtig. Wenn die brechen sollte, mit Schlusskurs, aber wahrscheinlich schon während des Tages, wenn wir da 50, 60 Punkte drunter sind, muss man davon ausgehen, dass wir sowohl dieses Gap hier schließen, das ist das vom 25.01. bei 11.812, uns aber auch mit dem 50er Retracement von dieser Bewegung hier befassen, 11.765. Aber im Moment, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, hier wird es ein bisschen positiver. Hier stehen wir kurz vor einem Kaufsignal. Wir haben noch keins. Ich bin da sehr statisch. Ich muss das hier drüber haben. Und heute Morgen sind wir angeblich bei 12.040 oder 50 irgendwo da. Aber da gebe ich nicht so viel drauf. Dieser Punkt ist super wichtig. Da nenne ich jetzt auch gleich mal einen Schein. Den packe ich jetzt hier schon mal rein. Da habe ich einen Schein, der relativ kurz drunter ist. 11.719. Da sind wir hier unter dem eben genannten Gap und unter dem eben genannten 50er Retracement. Wenn der Freund hier drüber geht, da sind wir hier bei 12.171. Wo ist er denn jetzt wieder hin? Ist das der Schein meiner Wahl? Hat momentan 33er Hebel. Das ist ein Alles-oder-Nichts-Schein, so nenne ich die Dinger. Die können also innerhalb von Minuten sterben. Die können sich aber auch innerhalb von Minuten verdoppeln. Also das ist so ein richtig scharfes Teil. 11.719 ist die GZ8YER. Und ich werde es so machen, dass ich mir auf jeden Fall mal so 10-20% holen werde heute im Laufe des Tages, auf jeden Fall vor 15.30 Uhr, werde ich mir auf jeden Fall mal so eine kleine Position holen, dass ich da ein bisschen rein, dass ich den Markt besser spüre. Aber wie gesagt, das ist ein Hop- oder Top-Schein, ja? Der kann innerhalb von Minuten, kann der sterben, muss man höllisch aufpassen. Dann gibt es einen, der liegt deutlich weiter drunter, 11.452, da sind wir unter sogar noch dem 61er hier. Das ist im Moment ein 19,5er Hebel, das ist die KH2NR7. Aber ich muss sagen, der Monat gefällt mir, die Woche noch nicht so, aber vom Tag her finde ich das hier, das ist auch noch ein Doji. Ja? Doji, 200-Tage-Linie, unteres Band, das gefällt mir. Das kann der locker als Sprungbrett nutzen, um mindestens, was ich nach wie vor glaube,
die 20-Tage-Linie zu sehen bei 12.366. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir hier oben hingehen, aber der kann das hier wirklich schön als Sprungbrett nutzen. Mir gefällt der eigentlich ganz gut. Ich habe euch trotzdem mal einen Put mitgenannt für den Fall, dass wir hier drunter gehen. Der ist auch ein bisschen weiter weg. Das ist ein 12.750er. Da sind wir hier hinter, da unterhalb des oberen Bandes, hinter dem letzten Zwischenhoch. Und das ist die GZ8D5W. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also diese beiden Scheine gefallen mir ganz gut. Wobei ich weiß nicht, ob ich dann, wenn wir wirklich hier drunter gehen sollten, dann nehme ich wahrscheinlich einen neuen, der liegt kurz hinter der 20-Tage-Linie. Irgendwo hier hinter, so bei 12.420. Aber der kann uns hier positiv überraschen. So möchte ich es mal formulieren. So, und jetzt habe ich noch das Gold. Gold, wo ist das Gold? Hier ist das Gold. Da muss ich, das hier ist alles drin, wunderbar. Das Gold akzeptiert, ich hatte neulich gesagt, wir kommen in diese Zielzone oder Kaufzone rein. Ich habe es so gemacht, ich lege schon mal den Schein hier nochmal rein. Das ist der, den ich auch das letzte Mal genannt hatte, ja? Diese 12.000, das ist jetzt ein 730er. Das Gold scheint diese Zielzone zu akzeptieren. Wir waren gestern besser. Wir waren vorgestern besser und wir haben über diesem, das ist dann der Freitag, über der Freitagkerze geschlossen. Heute Morgen sind wir auch schon wieder höher, 1833. Das gefällt mir gut. Ich habe so gemacht, dass ich hatte den bei, wo war denn das, 1825, habe ich 10% genommen, 1810 weitere 20, bin ich bei 30 und der Rest steht drin, 17,95 und 17,80, aber die scheint er gar nicht anlaufen zu wollen momentan. Mir gefällt das Gold ganz gut, hier wird es positiv, hier wird es sehr frisch positiv, aber der eigentliche Punkt, wo es wirklich dann besser wird, ist das hier, dieses Hoch vom 20.02. und das ist bei 1847, weil da liegt auch die 20-Tage-Linie. Also das, ich mache den Schein nochmal rein, das ist eine Geschichte, das gefällt mir jetzt gut. Ich glaube, das Gold hat lang genug pausiert. Für einen kurzen Zock ist das auf jeden Fall mal gut, dass wir hier in diesen Bereich reingehen können. Also auf Sicht von 4-5 Tagen bin ich recht positiv. Stoppen für diese 30% mache ich nicht. Wie gesagt, ich habe die Limite noch drin. Vielleicht gehen wir nochmal runter. Aber das ist schon, dieser Bereich hier um die 1800, das ist schon eine Macht. Das ist eine ordentliche Mauer. Der Schein ist der 12.730er, hat im Moment einen 18,5er Hebel. Und da habe ich jetzt gar keine Kennnummer dazu geschrieben. Und die Kennnummer ist die KG6LD7. Das ist also genau der gleiche Schein von vorletzt, ich glaube, war das letzte Woche oder letzte Woche, als ich Gold gemacht habe. Wie gesagt, 18,5er Hebel finde ich okay. Ich werde mich da nicht stoppen. Ich würde mich freuen, wenn es nochmal hier runter käme, aber ich sehe das nicht. Ja, also ich glaube, das wird eher ein bisschen besser laufen. Gefällt mir gut. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao.